Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 21. Part von Dragon Age Origins. Wir sind hier wieder kurz im Lager und ich werde jetzt, oder beziehungsweise wir werden uns auf den Weg machen zur nächsten Hauptquest. Und ich habe sie mir natürlich schon markiert, und zwar das Wesen der Bestie. Sichere dir die Hilfe der Clans der Dalish. Wir werden also zu unseren Stammesbrüdern gehen und Stammesschwestern und dort um Hilfe bitten. Gruppe sammeln und weiterziehen, natürlich. Wir gehen natürlich wieder mit Stan, unbedingt. Morrigan und Alistair. Let's go. Und zwar, ich schätze, dass das eigentlich hier sein müsste. Im Grenzbereich des Rechillian-Waldes. Auch cool, dass Lothering so ein Totenkopf ist. Aber wahrscheinlich, weil die alle tot sind, weil da die dunkle Brut durchgerast ist. Aber ansonsten, Haven, nee, Redcliff nicht. Und das ist Turm des Zirkels, also Magi und... Das ist Zwerge, also müsste es eigentlich im Grenzbereich des Brechillian-Waldes sein. Deshalb reisen wir mal dorthin. Hoffen natürlich, dass uns auf dem Weg dorthin nichts passiert. Natürlich passiert uns etwas. Kurz vor Lothering. Na, ja doch, sie ist Lothering, glaube ich. Danke, Morrigan. Was auch immer du da jedes Mal... Wow! Ein paar Riesenspinnen also. Moment, ich komme... Los, schlag zu. Und tritt zu. Ich habe jetzt, ich hatte eine Aufwertung. Dort habe ich dann mir den letzten Skill in Manipulation gegeben. Also, dass wir, dass wir noch besser überreden können und sowas. Hallo, Hilfe! Da waren gerade drei Spinnen auf mich. Das fand ich aber nicht so nett. Jetzt aktiviere den Schnellfeuermodus hier. Ich treffe doch eh nichts. Boah, Alter, zwei Treffer. Alter, Stan. Raste doch nicht komplett aus. Er rastet wirklich komplett aus. Wundumschläge, ja, die brauche ich ja noch. Stimmt, ich hätte jetzt eigentlich zum Händler gehen können und mir da welche kaufen können. Habe ich jetzt komplett verpennt. Jetzt sind wir, waren wir ja endlich mal draußen aus dieser ewig langen Höhle. Wir müssen alles mitnehmen hier, was hier so rumliegt. Oh, stimmt, wir können uns auch welche herstellen. Stimmt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Moment mal, wir müssen nehmen. Ne, ich will eigentlich nicht. Ja, komm, dann steigen wir halt auf mit Stan. Einfach, der braucht Stärke. Der ist einfach nur auf Stärke ausgelegt. So, was gibt's denn bei dem hier noch mit zweihändig? Charakterglanz, wenig Waffen, ein Fehler durch beim mächtigen Schwingen. Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Das hört sich gut an. Nein, das ging gar nicht hier, sondern. Irgendwo hier. Bei Tränke? Nee. Gifte und Fallen, Schnellheilung, anhaltende Fähigkeiten, Zauber, fortgeschritten. Fortgeschritten? Nee. Ja doch, dann bei Tränke irgendwo. Wo kann ich denn hier was... Ah, da. Nein. Kräuterkunde. Ah, wir können... Uns fehlen Fläschchen. Na toll. Numobari-Krebs können wir uns herstellen. Das für unseren Hund ja wäre, glaube ich. Na super. Da habe ich gedacht, wir könnten... Können wir mal in diese Richtung zuweisen? Okay. Da habe ich gedacht, wir könnten jetzt hier schön smooth uns ein paar selber erstellen. Aber dann fehlen uns doofe Fläschchen, Alter. Was ist denn hier weiter? Ich komme doch hier nirgends durch, oder? Ach, hier. Eingesponnener Leichnam. So. Ja, lauft halt an mir vorbei. Finde ich okay. Vollkommen okay. Habe ich kein Problem mit. So. Zack. Schön verkrüppelnder Pfeil rein. Was wollen denn zwei? Wir haben gerade 15 besiegen. Jetzt kommen hier zwei an. Natürlich verfehlt. Muss ja auch mal wieder sein. Attackier doch. Mir reicht das jetzt mit dir. Ja, mir auch, ey. Ah, würdest du bitte... Ich spam die ganze Zeit an, er will nicht. So, weg. Da wir jetzt den eingesponnenen Leichnam looten und schönen Tiefenpilz mitnehmen. Geil. Oh, Wundumschlag, fett. Wundumschläge, bitte mehr davon. Dann loote mal. Ein Bergkristall. Hier kommen wir nicht weiter. Aber hier am Baum können wir uns auch nicht vorbeidrücken. Okay. Ja, da ist noch ein Leichnam, den ich noch looten kann. Noch eine Elfenwurzel. Schick. Hier geht's lang, okay. Dann tun wir das auch mal. Wahrscheinlich warten hier noch ein paar Spinnchen auf uns. Ein Riesenspinnling. Wie laut die sind, wenn die ankommen, ne? So, Tritt mitgeben. Oh. Hilfe. So, die ist tot da hinten. Sehr gut, jetzt könnt ihr euch mal um die kümmern. Die ich hier alleine schon fast besiegt habe, wenn ich nicht die ganze Zeit eingenistet werde, eingesponnen, wie auch immer. Tritt, Alter.
Jimmy Morgan noch schön auf die Leiche nochmal einen schönen Move macht. Starken Wundumschlag, das ist gut. Wir sollten immer schön looten für die Wundumschläge, die natürlich auch Spinnen dabei haben können. Wird erledigt. Sasi, was kommen wir hier rein in so ein Spinnengebiet, ey? Das gibt's doch gar nicht. Oh, die Spinnenkönigin. Wie laut die sind, wenn die kommen, ne? Nicht normal. Spinnling, gehen wir ja mit. Mal schön tritt, das macht gut Schaden bei denen. Das sind aber viele jetzt. Das sind sehr viele jetzt. Au, au, au. Ich muss kurz hier durch, sorry. So, du attackierst mich, da kriegst du jetzt auf die Fresse. So, mir reicht's jetzt mit euch. Bam. Krüppelnder Schuss. Unser Leben sieht soweit noch bei allen ganz okay aus. Sieht ganz nett aus. Stan kämpft hier gegen eine. Bam. Wir verfehlen erstmal einen. Die Spinnenkönigin ist auch schon fast dead. Sehr gut. Der Spinnling da. Bam. Er verfehlt. Auch mal jemand anders, der verfehlt. Das gibt's ja gar nicht. Zack. Betäuben. Tritt mitgeben. Und down. Also Stan. Die war schon tot. Oh, wie die Musik auch instant so plopp aufhört. Ich will die Spinnenkönigin looten. Hat die nichts gedroppt? Hat hier niemand was gedroppt? Sieht es so aus, als ob hier niemand irgendwas gedroppt hätte. Ist ja assi. Ich wollte jetzt die. Ich renne natürlich in das Spinnennetz. Morrigan, würdest du. Okay, dann renne ich halt durch. Nee, hat echt niemand was ge. Toll. Ich glaube, die Spinnenkönigin hätte jetzt 50 Wundumschläge dabei. Na super, danke, LG, Alter. So, Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja, da haben wir kurz ein paar Spinnen erledigt auf unserem Weg. Zu unseren Clan-Brüdern und Schwestern. Wo wir jetzt dann auch angekommen sind. Bin mal gespannt, ob wir die überhaupt so schnell finden werden. Ist die Frage eigentlich. Sieht so aus. In der Renetischen, Bruder. Hallo. Ihr habt einen weiten Weg hinter euch. Ich heiße euch bei unserem Clan willkommen. Ihr reist in merkwürdiger Begleitung. Darf ich nach dem Grund eures Besuchs fragen? Ich bin im Namen der Grauen Wächter hier, Schwester. Im Namen der Grauen Wächter? Dann wird sie uns bestimmt direkt... Genau. Habt ihr ihn angeschlossen? Ja. Wie ungewöhnlich. Ja. Man kennt mich. Ich bringe euch sofort zum Genau, da bringt sie uns wahrscheinlich sofort zum Hüter, weil sie weiß, okay, es muss was Dringliches sein. Ich weiß nicht, ob die alle Ahnung haben von den Verträgen. Also der Hüter wahrscheinlich schon, aber... ob sie... Ein Plan hat keine Ahnung, aber trotzdem... Er wird es hoffentlich wissen, der Hüter. Einem unserer Schwesterclans im Norden, Hüter. Aber er behauptet, dem Namen der Grauen Wächter hier zu sein. Genau. Es ist ungewöhnlich, dass einer von uns sich ihnen angeschlossen hat. Wie ist es dazu gekommen? Lange Geschichte. Oh ja, das ist eine lange Geschichte. Ich sollte sie euch vielleicht lieber ein andermal erzählen. Ja, vielleicht. Ich fürchte, im Moment fehlt uns die Zeit. Allerdings, denn die dunkle Brut ist auf dem Vormarsch. Masi Runners, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manu Venin, Hüter. Genau, verschwinde. Hier haben die hohen Tiere zu reden. Jetzt einander vorstellen. Ich bin Sethrian, Hüter und Haren dieses Clans. Und wer seid ihr? Mein Name ist MJ, ich freue mich, euch kennenzulernen. Wenn ihr uns von der Verderbnis im Süden berichten wollt, so ist das... Nee, ich wollte eigentlich euch die Verträge jetzt sagen und sagen, yo, ihr habt euch verpflichtet mitzukommen. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Ich sehe eigentlich... gar nichts. Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Das ist so schön, wie der immer so rot leuchtet. Ihre erste Reaktion auf Schwierigkeiten ist also die Flucht? Das ist... Ach, Stan, ey. Immer was zu meckern. Problemen, auch wenn sie bedauerlicherweise Einfluss auf eure Mission haben können. Ihr seid sicher wegen des Vertrags, genau. Den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen... also ihr habt einen Vertrag unterschrieben, ihr müsst das halten. Das bedarf einer... Ja, aber eine gute Erklärung, bitte. Bitte folgt mir. Also es muss ja wirklich eine gute Erklärung sein, warum die jetzt hier den Vertrag, der vor Jahrhunderten unterzeichnet wurde, nicht halten wollen, brechen wollen. Unser Clan hat den Brazilianwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil für Reldens betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe warten würden. Sie... haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Ich sehe, einige von euch unserer Krieger liegen im Sterben. Sehen nicht mehr allzu lebendig aus. Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Auch die Elfenmagie hat irgendwann ein Ende. Muss aufgehalten werden.
Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Naja, gibt es keine Möglichkeit, euren Männern zu helfen? Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle, des Fluches stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Schwierige Aufgaben sind meine Spezialität. Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreise. Das ist ein geiler Name. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme... Das Herz eines riesigen Wolfes. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich... Ja, für euch, aber für mich ist es no problem. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ich werde diesen Schattenreißer für euch finden. Wir kommen direkt zum Punkt. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr... Ja, das hätte ich mir fast gedacht, dass nicht nur ein großer Werwolf unterwegs ist. Er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden... Also von lebenden, Alter. Ach du Scheiße, das wäre natürlich mies, wenn die Besitz von mir ergreifen würden. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich brauche Ausrüstung. Dann sucht Meister Verathorn. Meister Verathorn. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Einige Fragen. Macht es bitte kurz, ich habe viel zu tun. Ja, ich möchte aber kurz gucken, ob da irgendeine Frage dabei ist, die ich interessant finde. Also erzähl es in 20 Jahren, statt einfach zu sagen, ja, bitte. Wie finde ich Schattenreißer? Habt ihr einen Rat für mich? Haltet nach den weißen Wölfen. Die weißen Wölfe. Sie sind seine Augen und Ohren im Wald. Ich sollte gehen. Ich muss mich wieder um meine Der Fluch interessiert mich nicht, ich will ihn einfach nur brechen. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Ja, ich bin aber super schnell, das weiß man noch. Gebiet freigeschaltet, Lager der Delish. Guck, siehst du, wie schnell ich bin? Siehst du, wie schnell ich bin, Alter? So schnell wirst du auch gern. Verathorn. Oh, guck mal, da könnten wir Ausrüstung. Oh, warte, da liegt ja schon mal was. Schriftrollenstapel möchte ich haben, bisschen EP. Und jetzt reden wir mit Verathorn. Was tust du da? Das Holz hat sich komplett verzogen. Hast du es im Regen liegen lassen? Nein, Meister Verathorn. Ich glaube, ich habe es zu stark erhitzt. Du schmitzt hier kein Erz wie irgendein... Die Jungspunde wieder machen wieder das nur Scheiße, ne? Holz. Es braucht Geduld und geschickte Hände, nicht mehr Hitze. Meine Taten beschämen mich. Das will ich aber auch hoffen. Ey. Das sollten sie auch. Ja, sehr gut, Meister Verathorn. Wenn das so weitergeht, werden wir die Kunst noch ganz vergessen. Wirf dein totes Holz. Alter, die Handbewegung war geil. Tschaka, tschaka, Alter. Ich unterhalte mich mit unserem Gast, Endarin Etishin. Servus. Es ist einige Jahre her, seit ich Meister Eilen auf der letzten Zusammenkunft... Ah, Meister Eilen war, glaube ich, der... Er ist noch gesund und... Waffenhersteller unseres Clans. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, ging es ihm gut, ja. Das freut mich. Da wir nicht weit voneinander entfernt durch dieses Land ziehen, ist uns euer Clan vertrauter als die meisten anderen. Ich kannte euren Vater. Er war einst Hüter eures Clans. Wir kannten ihn nicht. Er hat den Clans auf einer Zusammenkunft gesagt, dass mehr von uns in die Welt der Schemlen reisen und ihre Lebensweisen kennenlernen müssen. Er wäre sicher stolz, dass sein Sohn ein grauer Wächter geworden ist. Ich danke euch. Es ist nett, dass ihr das sagt. Unser Volk spricht so selten über die Toten. Vor allem über die, deren Ende... eine Tragödie war. Eine Tragödie, allerdings. Fand ich, ihr solltet das wissen. Mir wurde gesagt, ihr könntet mich mit Ausrüstung versorgen. Ja, der Hüter hat angekündigt, dass ihr mich danach fragen könntet. Ich habe schon mal einiges zusammengestellt. Sehr gut. Her damit. Beim Erevil ist eine ich muss irgendeine Truhe finden. Ich alles verstaut habe, was wir erübrigen können. Was ist der Erevil? Und nehmt euch, was ihr benötigt. Könnt ihr noch andere Ausrüstung erübrigen? Ich habe nichts mehr, was der Clan erübrigen könnte, aber wir haben noch Waren, die wir... Nee, ich will nichts kaufen. Höchstens Wundumschläge, wenn du davon welche hast. Ihr scheint in den alten Handwerkskünsten äußerst bewandert zu sein, Meister. Das wenige der Handwerkskunst, über das ich verfüge, wurde über Generationen an mich weitergegeben. So viel Zeit kostet es uns, auch nur einen Bruchteil des Verlorenen wiederzuerlernen.
Meine Bogen sind vielleicht nicht so hochwertig wie die von Meister Eilen, aber viele Schemlen würden alles abgeben. Ja, natürlich, unsere Bogen sind die sickesten Bogen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Eisenborke? Der Hüter hat uns verboten, im Wald nach dem Holz zu suchen. Aber ich muss ja in den Wald. Herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Und was wäre, wenn ich euch etwas Eisenborke besorge? Nicer Rhyme. Ich muss nicht wagen, euch darum zu bitten. Aber wenn ihr zufällig auf Eisenborke stoßt, kann es nicht schaden, wenn ihr okay. sie nehmt. Sie ist blau und ziemlich einzigartig. Ihr könnt nur die Borke nehmen, die der Baum schon abgeworfen hat. Falls ihr welche okay, da hätten wir sie mich einen sicken Bogen zu bekommen. Ich werde sie dann für euch bearbeiten. Was für ein Gegenstand stellt ihr daraus her? Ich mache ziemlich gute Schwerter aus. Okay, nee, keine Bögen. Okay, schade. Aber Brustpanzer oder... Vorausgesetzt natürlich, ich habe genug Holz. In Ordnung, ich halte die Augen offen, wenn ich im Wald bin. Das würde mich freuen. Aber unsere Jäger haben Priorität. Ich würde gerne mit euch handeln. Ich bin zwar kein Händler. Vielleicht hat er ja Wundumschläge, keine Ahnung. Also die Bögen interessieren mich jetzt nicht so von ihm. Er hat mir ja schon was hingelegt. Irgendwie beim Arable. Guck mal, wo müsste das denn dann sein? Benutzbare Güter. Ja, guck mal, der hat ein paar. Nimm die mal mit. Ja, alle. So, noch die starken, bitte. Ja, dann haben wir wenigstens ein paar von ihm gekauft. Neue Eisenborg-Quest. Andruil. Okay, und Cialase. Okay, hier sind noch ein paar Quests. Und dann möchte ich eben diesen Arable finden, oder die Truhe. Gott des Handwerks. Da ist was. Ist es außerhalb? Ein sehenswertes Zelt. Das ist super bemerkenswert. Okay, hier sind die Verwundeten. Da ist noch eine Quest und da ist noch eine Quest. Farbige Tinte. Holzkiste. Ein Clanschild. Nehmen wir mal mit. So, Atras. Dann reden wir mal mit dir. Anathera, Bruder. Anathera. Ich denke, was heißt viel wie Hallo. Mitglied der wandernden Clans zu begegnen. Wo ist euer Clan jetzt, wenn ich fragen darf? Sie zogen nach Norden, nachdem ich wegging. Ich verstehe. Aber es freut mich, dass ihr euch einer so angesehenen Gruppe natürlich wie den natürlich konnte ich das. Konntet. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Ihr scheint darüber nicht sehr glücklich zu sein. Keiner von uns ist glücklich über die aktuelle Situation. Und ich am allerwenigsten. Aber ich sollte euch damit nicht belästigen. Ich bin mir sicher, ihr habt eure eigenen Allerdings. Probleme. Ich würde gern davon erfahren. Nun ja, vielleicht könntet ihr mir ja helfen. Ich wüsste es zu schätzen, wenn ihr irgendetwas tun könnt. Wir können jetzt so gut wie jeden überreden, Meine ist halt Frau richtig Danaila cool. Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Vielleicht ist er zum Werwolf geworden, abgehauen. Dass er zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Ich würde es niemandem gestatten, mich von meinem Ziel fernzuhalten. Ich weiß denn. Wenn ich dort hinausgehe, könnte es einen weiteren Angriff geben. Und ich will meinem Clan nicht schaden. Das verstehe ich. Es ist ehrenhaft, an das Wohl aller zu denken. Das hätte ich von eures... Ja, guck mal, da wird es dennoch richtig beeindruckt. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt oder was mit ihr geschehen ist, dann könnte ich Frieden finden. Vielleicht kann ich Zethrian davon überzeugen, die Wahrheit zu sagen. Nein, es wäre unangemessen, den Hüter der Lüge zu bezichtigen. Ich weiß, er meint es gut. Okay, aber ich muss einfach... Ich meine, ich hätte ihn überreden können, ne? So oder so. Ich hab hier Skill, Alter. Wenn ihr im Wald seid, findet ihr sie vielleicht. Entweder lebendig oder... Ja, wenn sie ein Werwolf ist, wie erkenne ich sie? Dann hat sie dann ein schönes pinkes Kleidchen an oder so. Besser als diese Ungewissheit. Im Gegenzug würde ich euch gerne ein Amulett schenken, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. In den Ländern der Menschen könnte es einiges wert sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Da wir offenbar sowieso in den Wald gehen, genau. Halte ich es für das Richtige. Die Eisenborke suchen, die Dame suchen. Ihr seid zu freundlich. Können wir ja machen. Ich sollte gehen. Bitte, falls ihr meiner Frau begegnet, mache ich, werde ich kommt tun. Zurück und erzählt mir, was mit ihr geschehen ist. Okay, Opfer des Fluchs. Okay, also eigentlich geht es mir vor allem darum, hier irgendwo meine... Entschuldigung, dass ich nicht draufstehe. Meine Rüstungs... Also meine Truhe... Ist das die Truhe?
Wahrscheinlich. Bitte lasst das sein. Wenn ihr Ausrüstung benötigt, kann euch Meister Verathorn bestimmt helfen. Ich weiß, was ich für meine. Seraphine sagte, ich könne haben, was ich hier finde. Bitte lügt mich nicht an. Ich hab das voll geskillt, Alter. Du Kuh, ey. Ich will es haben. Was benötigt ihr? Nicht du. Truhe. Jetzt kommt sie wieder. Ihr habt das Vertrauen meines Clans missbraucht und uns zweifellos bestohlen. Hey, ich hab doch gar nichts getan. Das versichere ich euch. Aber ich habe nichts genommen. Selbst wenn das die Wahrheit ist, hättet ihr die Truhe nicht öffnen dürfen. Ich hatte euch doch gewarnt, oder nicht? Dass ihr ein Dalish seid. Hallo, ja, ich bin auch ein Schurke. Darfst du die Truhe nicht nehmen? Hi, Cammon. Vielleicht bist du ein bisschen netter. Was geht? Ihr seid der graue Wächter aus den Reihen der Dalish in Darrenetishan. Servus. Vielen Dank. Und wer seid ihr? Ich bin Cammon, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte... Alter, hast du aber noch einen langen Weg vor dir. Dann hört auf, es euch nur zu wünschen und werdet einfach einer. Ich... Vergesst es. Geht einfach weg und lasst mich allein. Okay. Wie bringen Sie die Dinger durch? Nein, du hast eine Quest. Ich will deine Quest haben. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Sagt mir, was euer Problem ist. Ich nehme an, es schadet nichts, es euch genau zu erzählen. Ihr kennt ja unsere Lebensweisen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder... Und was ist daran so schwer? Ich meine, wenn du dazu ausgebildet wirst? Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen. Aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaina. Gaina? Eine Dame? Wahrscheinlich. Ihr habt also Probleme mit einem Mädchen. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Es verzerrt sich. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurück. Oh, Friendzone. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaina wird sich... Naja, ich erledige ja die Werwolfs. Ich fühle mich so machtlos. Plage und dann kannst du auf Jagd gehen. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Es muss einen Weg geben, euer Problem zu lösen. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht... Vielleicht kann ich ihm einfach ein Fell bringen und sagen... Es gibt nichts, was ich tun kann. Was wäre, wenn ich ein Fell für euch besorge? Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erlegen. Das ist mein Übergang. Verständlich, natürlich, dass er da sagt, nee. Um ein vollwertiger Jäger zu werden. Wollt ihr Gaina heiraten oder nicht? Entscheidet euch. Ihr habt recht. Warum konnte ich die da vorne eigentlich nicht überreden, ey? Ja, unsere Klugheit... Es hängt auch noch ein bisschen von Klugheit ab. Aber trotzdem... Ihr würdet also ein Fell für mich besorgen? Warum solltet ihr das tun? Um euch beide vereint zu sehen, natürlich. Ich Romantik! Bin sehr dankbar. Brauchen sie. Ich bete zu auch in diesem Let's Play. Der Jagd, dass ihr Erfolg habt. Bestimmt haben wir das. Camens Kummer. Wo ist meine Truhe aber? Das ist eigentlich das Wichtigste. Was ist der Evervisible? Ist das hier der Evervisible? Oder wie es auch immer heißt. Da ist eine Truhe. Ist das das Zeug? Das könnte sein. Wahrscheinlich ist es unser Zeug. Okay, das war... ein bisschen mehr hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet, ne? Aber okay. Oh, geil. Ja, jetzt bestätige ich sie wirklich, ne? Ja, was Gold irgendwie nehmen und... Elora? Okay, reden wir auch mal mit Elora. Wer ist da? Na, ganz ruhig, ganz ruhig. Anathera. Hallo. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Halle zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Ich vermute, ihr seid die Meisterhirtin des Clans? Das bin ich tatsächlich. Ich bin Elora und es ist meine Aufgabe, mit den Haller zu sprechen und mich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Im Gegenzug führen uns die Haller dorthin, wohin wir gehen müssen. Mir ist aufgefallen, dass ihr diese Haller von der Herde getrennt habt. Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber... Ja, die sieht auch ziemlich high aus, muss ich sagen. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden. Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ja, wahrscheinlich ihr leider. Zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Ich weiß es nicht.
Besitzt ihr irgendwelche ich glaube nicht. Die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Wir versuchen, die Haller zu beruhigen. Wir haben ja einen Überlebensskill. Nein, nein, es tut mir leid. Sie beruhigt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Okay, schade. Wir könnten die Haller untersuchen. Aber da müssen wir wahrscheinlich mehr geskillt haben. Und? Was meint ihr? Nein, wir lügen jetzt nicht. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Ich danke euch dennoch, dass ihr es versucht habt. Okay, dann müssten wir also... Ich könnte hier ein schnelles Ende bereiten, wenn ihr es wünscht. Nein. Okay. Das wäre nicht richtig. Okay. Man kann es ja anbieten. Wenn die Zeit kommt, werde ich es selbst tun. Das ist meine Pflicht. Sowohl als Meister. Vielleicht skillen wir überleben noch. Als Freundin. Keine Ahnung. Sie soll ihren letzten Atemzug im Wissen machen, dass sie in meiner Obhut immer sicher war. Eloras Haller. Okay. Das waren hier also soweit. Ich denke mal, das sind jetzt alle Nebenquests. Soweit. Und wir sollen jetzt in den Wald gehen, natürlich. Lass mich hier mal kurz auf die Karte. Reisen. Ich will eigentlich in den Wald gehen, aber ich schätze mal, ich muss dann reisen, ne? Und wahrscheinlich eben nicht an die Grenze des Waldes, sondern wirklich in den Wald hinein. Das hier ist noch eine Truhe. Ich bin fertig. Mit dir könnte ich ja reden, aber nee. Um ihr zu sagen, dass sie doch bitte den armen Typ da lieben soll. Aber so macht man das nicht. Ich werde ihm einfach ein Fell bringen, hoffentlich. Und dann wird die Dame sich nicht mehr denken, dass er ein Kind ist. Wir gehen jetzt in den Brichilian-Wald hinein. Und dort werden wir halt eben so nach dem Quest gucken, nach der Dame gucken von ihm. Diese Eichen, diese Borke da, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Und eben ein Fell von irgendwas. Ein Fell dürfte eigentlich nicht schwer sein. Ich meine, wir könnten so wie einen Werwolf häuten oder so. Eigentlich, theoretisch. Keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part vielleicht sehen. Ich hoffe, euch hat diese Part von Dragon Age Origins gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.